Hallo und herzlich willkommen zu Mario Odyssey! Super! Mario Odyssey, das letzte Mal. Haben wir ja einige Monde gefunden. Gibt es ziemlich viele, ja? Die, wie man oben links sehen kann. Gibt es echt eine ganze Menge Monde. Was eigentlich ganz cool ist. Es ist auf jeden Fall nicht wirklich mit Sternen zu vergleichen. Ich meine, das ist so das Ziel, das zu bekommen, aber Sterne sind. Gab es normalerweise weniger, man hat sie schwerer bekommen. Aber dafür. Ist man immer aus dem Level raus teleportiert worden und sowas. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Moment, das ist nicht da, wo ich hin wollte. Nein, ich erinnere mich. Ah! Ich weiß, wo ich hin wollte. Zu diesem Eis-Ding. Untergrund-Ding. Da wollen wir hier lang. Hilfe! Ja, ist okay. Ich komm. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Du brauchst noch ein bisschen mehr Zeit. Nicht so schlimm. Oder hier, ihr könnt ja mal, keine Ahnung, spielt mal eine Runde Backgammon oder so. Irgendwie ein bisschen Karten spielen, kann ja nicht schaden. Ich komme gleich zum Helfen, okay? Ich lasse mich jetzt erstmal von einem Erdloch verschlucken. So, weil da gibt es noch irgendwie was etwas Nervigeres. Oder was. Das sah auf jeden Fall relativ schwer aus. Mario, bitte. Oh, so. Oh. Wupp, wupp. So, schauen wir mal. Bläh. Kann ich eigentlich. Nö, währenddessen kann ich keine Arschbombe machen. Na gut, habe auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Wupp. So. Hallo. So. Hier benutzen wir die Methode. Oh ja. Yeah. Die funktioniert nämlich irgendwie ganz gut. Oh. Oh, ah, verdammt. Verdammt. So, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es so ganz gut. So. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen. Oh, das wird nicht so einfach. Ich hoffe, ich verkacke nicht, weil sonst müssen wir den Weg wieder hinlaufen. Puh, ich meine, hier hochkommen? Kein Problem. Und dann? Oh, easy. Okay, ich dachte, wir müssen dazwischen rumlaufen. Aber wir können ja einfach weiter hoch. Stimmt. Und was gibt's hier? Ah, Münzen ist mir egal. Ich will hier lang. Ah. Easy! Ja, Mann! Ein Mond für den Schatz der Eishöhle. Alles klar. Ah. Mehr brauchen wir nicht. So, was uns jetzt noch fehlt. Es gibt auch so einige Monde, die wir noch kennen, aber. Also die wir kennen? Huch, was ist das? Da ist es so dunkel. Egal. Jetzt rumschauen. Es gibt noch ein paar Monde, zum Beispiel den da oben. Keine Ahnung, wie wir den bekommen sollen. Reit einfach mal auf den, vielleicht können wir das Teil da. Oh, ah, wir müssen ihn nur einmal bezahlen. Oh, es lohnt sich ja wirklich. Ist die Frage, können wir das umstoßen? Nope. Können wir Eis kaputt machen? Nope. Können wir irgendwas Nützliches noch machen? Bitte nicht runter, bitte nicht runter. Opa. Nein, okay. Vielleicht, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn wir ein bisschen rumreiten, sehen wir vielleicht noch was. Vielleicht. Wie oft will ich denn noch vielleicht sagen? Ha. Huh. Der hat sich gerade komisch bewegt. Das ist jetzt interessant. Können wir den da irgendwie rausholen? Komm raus! Nee, der will nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ja, und was hast du? Das Brautpaar ist dort hinein. Ich glaube, es hat es auf der legendären Einheit abgesehen. Okay. Nicht mit mir, Bowser, du dreckiger Drecksack. Peach muss mir noch einen Kuchen backen. Das hast du versprochen. Im Inneren der Kopfstandpyramide. So, natürlich am Anfang immer ein bisschen rumschauen. Irgendwo Secrets suchen. Anscheinend ist nichts. Hier. Woo! Oh je! Yeah. Oh. Bleib, Münzen. Ja, ein bisschen rumschauen, dass es hier noch irgendwo was Tolles gibt. Alles klar. Zum Beispiel den Tod. Aber ich glaube, der ist nicht ganz so toll.
Oh, Moment. Gar nicht gesehen. Das hier ist ein bisschen ähnlich wie Super Mario Galaxy, nur in 2D. Moment, hier, das kann man nicht einfach so dafür, einfach so da sein. Hm, na gut. Moment. Schade. Okay, schauen wir mal, wie kommen wir hier am besten hoch. Hä? Und Fatz! Yo, schaut euch das an, Mann. Voll nice, okay, okay. Wop! 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 Nein! Scheiße. Mann! Blöd! Boah, wir haben so viele Münzen, wir können uns schon wieder was Tolles holen, ey. Ich will zum Shop zurück. Aber, oh, erstmal hier weiter. Bra. Und noch schneller. Und noch schneller. Oh, knapp. Ah, da rechts ist es einfach nur, falls man verreckt hat, dann kriegt man wieder ein paar Münzen zurück, oder wie? Oh, hoppala. Oh, oh, okay. So viel dazu. Hier ist so eine eigene Musik. Yeah, 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 yeah. Oh yeah, oh yeah. So, hier jetzt aufpassen. Hier können wir einfach so machen. Und. Okay, einfach nur ein paar Münzen, die sind mir egal. Huh. Jetzt geht's weiter. Ich finde diese 2D-Abschnitte ganz cool. Huh. Und das hier auch. So. Huh. Oh, fast erwischt. So, wir lassen sie mal am Leben. Holen uns das Secret hier. Oh, ganz viele Menschen. Und Mond, ja. Oh, oh yeah. Woo, woo. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und dann vernichten wir Bowser. Falls wir so weit kommen. Ich habe gerade instinktiv auf die falsche Dings gedrückt. Bleib. Du bist mein. Bleib. Haben wir das sonst noch irgendwo? Ja, komm mal mit. Mach mal hier kaputt. Oh, okay. Boah, das ist voll nice. Wir müssen nicht mehr in anderen Mario spielen. Darauf warten, dass die Kugelwillis uns hinterher popeln. Wir können selbst die Kugelwillis kontrollieren. Das ist voll nützlich. Voll gut. Komm mit. Ich bin jetzt du. Oder bist du jetzt ich? Ich weiß es nicht. So. So, hier geht's dann gleich weiter. Hoppala. Okay. Hey. Ah, man kann nur eins von denen. Toll. Boah, das geht aber ziemlich schnell, wenn man die richtig trifft. So, und jetzt? Wozu war das da? Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Alles klar. Na gut. Keine Ahnung, warum das da war. Vielleicht gibt es da bei mit Kakteen irgendwie eine Möglichkeit, Leben rauszuholen. Hallo? Hilfe! Ja, 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 ja. Ich komme ja gleich. Erstmal. Oh! Ja. Das ist der Schweif, ja? Der Schweif. Auf der Statue. Ein Mond für dich! So. Ich gehe einfach mal weiter hier in den Kreis, um zu schauen. So, vielleicht finden wir noch was Tolles. Oh. Hier. Oh, zum Beispiel hier, ja? Da hat sich schon gelohnt. So. Hier kann man auch noch drauf. Ist einfach nur Sand. Und es vibriert. Hm? Ist hier der einzige Punkt, an dem keine Statue steht, ja? Oh. Wirklich? Wow. Können wir von da aus darüber hüpfen? Ich will es jetzt nicht versuchen, weil sonst müssen wir den ganzen Weg wieder hoch. Aber, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nur wegen den Münzen den Ort gibt. Wirklich. Ihr möchte gern Popelfiecher. Ihr sucht die richtige Einheit. Den hat der Chef sich schon gekrallt. Ihr Armstüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen.
Hallo, mein Name ist Ling Ling. Ich mache Nudelsuppe. Alles klar. Okay. So, nichts euch das das. Pow! Häusliche Gewalt! Ein UFO! Oh shit! Oh! Ah! Damit bin ich nicht einverstanden. Was zur Hölle ist los hier? Lava! Oh! Hab ich gar nicht gesehen, da ist Lava! Lass mich Ruhe, du Verrückte! Die wirft mit Pumpen! So! Jetzt voll aufs! Voll auf die Fressen! Also, wir müssen vorsichtig. Die ist ein bisschen verrückt geworden. Lass mich Ruhe. Nein, danke. Ja. Ich weiß auch nicht, was falsch mit der ist. Zu viel. Aber sie ist trotzdem easy. Das bleibt immer gleich an den Mario-Spielen. Die Bosse sind easy, solange bis irgendwelche fiesen Bosse kommen. Oh. Zum Beispiel in Galaxy. Da gibt es auch eine Menge fiese Bosse. Aber in Mario 64 und Sunshine gibt es eigentlich nicht viele schwere Bosse. Oder so gut wie kein schwerer Boss. Es gibt nur einen in Sunshine, einen verdammt nervigen, den Aal. Hm. Oh yeah! Woo! Trippelmond! Ja! Bau! Kopfstand-Pyramide Showdown! Das ist nicht mal der einzige Trippelmond in der Welt hier. Woo! Easy peasy! Und wieder zurück zum Schiff. Aber es ist immer noch kalt. Okay. Das ist ein bisschen eigenartig. Sowas passiert normalerweise nicht. Das Loch in der Wüste! Was? Diese miese Bruder da hat's uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weit in unsere Monde. Oh, die Kopfstandpyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. War hier Baus am Werk? Der Kelt bringt immer nur alles durcheinander. Ich glaube nicht, dass es Baus aus Taten sind, die dafür sorgen, dass hier alles am Arsch ist. Alter, okay. Jetzt sind hier Zombies unterwegs. Auch nicht schlecht. So. Hey, was ist los hier? Furchtbar, es ist doch kälter geworden. Den Kopfstandpyramide hat sich hier in die Luft erhoben und jetzt weht total eisiger Wind aus einem Loch unter hier. Hey. Na, es ist ein bisschen gefährlich. Nimm an die Oxy, wenn du die Siedlung verlässt. Alles klar. Danke für den Tipp. Wir sollten das jetzt also erstmal in die Wüste da. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es so kalt ist. Wenn wir das geschafft haben, können wir immer noch hier rumschauen. Und dann haben wir wieder andere Sachen freigeschalten. Hey, was geht? Hallo! Ich bin hier. Maximal für immer. Ist halt krank. Ich glaube nur für kurz, oder? Und wenn wir jetzt... Wenn wir es wieder verlieren, können wir es wahrscheinlich wieder kaufen. Denke ich mal. Aber wenn es für immer wäre, wäre schon ganz schön krank. Heftig stark. Crazy Caput. Oh, nee, das ist nicht das Zeug, das ich wollte. Mit dir will ich sprechen. Mein Guter. Hallo. Poncho. Oh, ich will den Poncho. Aber ich will erstmal das hier. Ich kann nicht alles kaufen. Ist ja schön. Ja. Ach so, das ist... Oh, okay. Warum nicht? Kaufen. Ja, warum nicht? Poncho. Ja. Jetzt umziehen. Wir sind jetzt ein richtiger Mexikaner. Ja klar, schaut euch das an. Sind wir nicht sexy? Yeah. Yo, yo, au, au. Mario bewegt sich also mit... Oh, schade, jetzt nicht mehr. Der Hund ist so gut. Der Hund ist so gut. Ah, der Hund ist ja nicht aus Silent Hill. Also genau mit dem gleichen Hut oder was? Nein, der hatte keinen Hut. Egal. Oh! So, mal schauen, wo sich der hier hin bewegt. So. Ha! Oh. Der Sound dabei. Der geht hier. Huch.
So, dann geht's denn hier lang? Ha! Ja, Mann! Bra! Oben auf dem Steinbogen. Mache es noch ein bisschen kälter als sonst. Woher das nur kommt. Mal rumschauen. Ich gehe wieder zurück. Ah, da hat was zum. Wie fies. Lass mich Ruhe. Ihr Zombies! Schnell! Das ist so ein Ding drin. Hey, was geht? Komisch nach, findest du nicht? Ich würde die Piraten gegen von Namen sehen. Aber es ist so gefährlich da draußen. Okay. Tja, keine Sorge, ich bin ja hier. Gerade, stimmt. Oh! Wir können einfach hinfliegen! What the fuck? Gut, dass ich das weiß. Zum Glück habe ich noch nachgeschaut. Hoppala. Egal, es ist echt super nützlich. Und was hast du schon wieder zu sagen? Ich hab's kapiert. Ich will jetzt aber gerne erstmal. Erstmal. Bleib! Verkacken. Oh ja! Kurz. Woanders hin. Das reicht schon. Und wenn jetzt der Vogel kommt. Der wird wahrscheinlich 100 Jahre brauchen, um hierher zu kommen. Ah, da hinten ist er. Aber, nee, den machen wir jetzt nicht. Nein, ich will gar nicht runter. Fällt mir gerade so auf. Verdammt. Ich bin ja hier nicht wegen dem Vogel hochgekommen, ich Depp. Sondern wirklich deswegen. Weil. Ich meine, natürlich können wir uns einfach hinteleportieren, aber Oh. Ja, die Musik. Nächstes Mal kommen wir sogar hin. Ja! Bleib! Überhaupt kein Fallschaden. Nicht mal aus 10 Kilometer. Runterfliegen. Zeug. Voll nice. So. Was machen hier eigentlich diese komischen Kackviecher? Der erste Breath of the Wild jetzt hier. Wenn ich so Skelette. Da unten scheint irgendwas zu sein, aber ich traue mich hier, wenn ich hineinzuspringen. Ja, warum würdest du auch hineinspringen? Bist du verrückt? Du bist nicht Mario. Das war vielleicht eine doofe Idee. Oh yeah. Hey, hier waren wir schon mal. Untergrundtempel. Ah. Ist der perfekte Moment, die Folge zu beenden. Von der Zeit her passt's gerade so. Ich glaube, ich beende jetzt mal die Folge. Das nächste Mal machen wir den Spaß hier. Yeah. Das sind fette Goombas da oben. Egal. Falls es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.